Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Zocken am Sonntag. Wir sind hier wieder dabei und wir spielen ein neues Spiel. Und zwar habe ich schon mal Minecraft Let's Play angekündigt. Wir spielen... Gib mir ein B, gib mir ein L, gib mir ein U, bla. Wir spielen Blockscape, hallöchen. Und Blockscape ist, wie auch in Minecraft ebenfalls schon angekündigt, eine Art Minecraft... Klon, oder es ist ein Minecraft-Klon, der sich allerdings doch sehen lassen kann, und dieser befindet sich im Moment noch in der Alpha, und wie man schon eventuell sehen kann, geht es in Blockscape darum, dass nicht alle Blöcke viereckig sind. Also sozusagen haben sie nicht mehr ganz alle Ecken beisammen, genauso wie mein Mitkumpane hier. Ich grüße euch, hallo. Und wer hat's gehört? Wer hört es? Nein, wer hört es? Oh mein Gott. Ich habe kein Echo mehr. Ja, genau, der Wolke hat sich nämlich da was geleistet. Und zwar, Wolke, was hast du denn da geholt? Ich hab mir auch ein schicke Mickey-Headset gekauft, damit wir jetzt auch so bessere Aufnahmen euch liefern können. Badum. Also an alle, die sich immer beschwert haben oder die es nicht so toll fanden, dass ich mich doppelt gehört habe, das ist ab jetzt vorbei. Oh. Entschuldigung. Fortschritt. Und da dachten wir uns, wir nehmen hier gleich mal hier, ich ziehe mal kurz rüber, hier seht ihr dann, ein Wolke. Lalalala. Wir nehmen hier gerade über Skype auf, der Wolke ist nicht bei mir, weil man kann natürlich in meine Rechner nicht zwei Headsets einstecken, das heißt, man muss das dann immer so aufnehmen. Natürlich nehmen wir sicher auch mal zusammen auf, wenn wir nebeneinander sitzen. Eventuell beim nächsten Together Let's Play, wenn der Wolke wieder mehr Zeit hat, müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Und dann würde ich sagen, starten wir erstmal das Game mit einer neuen Welt im Survival Mode. Dazu sei gesagt, ich war schon sehr geneigt, zu Blockscape ein Let's Play zu beginnen. Da sich Blockscape aber noch in der Alpha befindet, gibt es das Problem, es gibt keine Monster und gar nichts. Es ist wirklich das pure Bauspiel und das könnte in einer gewissen Weile eventuell etwas langweilig werden. Doch wenn ich mir diese Grafik angucke, meine Damen und Herren, dann packt es mich kalt und wirft mich in alle Ecken. Das ist Minecraft mit Shader und was weiß ich alles für Mods. Zusammengewürfelt schon. Hier, das ist Blockscape. Hier können die auch ewig lang springen. Hier, die Sprünge sind genial. Und ich würde sagen, ich zeige euch erstmal die grundlegenden Gelegenheiten des Spiels. Mit E kommen wir hier in unser Blockscape-Inventar rein. Hier haben wir 6 Blöcke voll mit, also 6 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 mal 8 Kästchen, das sind 82, oder? 42. 6 mal 8. 6 mal 6, 36. Nee, es sind 48, okay, gut. Das ist deine einmal 1, ne? Nee, und zwar kann man dann hier zum Beispiel, wir haben noch nichts abgebaut, ich baue mal hier ganz kurz ab mit linker Maustaste, mit rechter Maustaste baut man ab. So kann man zum Beispiel das hier so hier abbauen, das ist Sand. Man kann aber auch vergrößern, mit dem Mausrad kann man dann größere Dinge abbauen. Der Wolke kennt sich deswegen, der kennt sich ja noch gar nicht aus damit, deswegen erkläre ich das kurz. So, dann kann man hier zum Beispiel, also man kann das, das und das, so abbauen, so. Es dauert dann natürlich ein bisschen entsprechend länger, bis man abgebaut hat. Es gibt hier noch keine Werkzeuge bei dem Spiel, das kommt später hoffentlich noch alles dazu. So, Mensch, ich baue mal das da ab. So, jetzt habe ich hier ein bisschen Sand und jetzt kann ich hier eventuell, nehmen wir mal mit den Tasten 1 bis 6 steuert man diese Dinge hier. Ne, 1 bis 6, genau. Und mit den Tasten, das ist ein bisschen komplizierter, ich glaube Z, Y, U, I, O und P steuert man das. Ich frage mich zwar, warum sie das so gelegt haben, sie hätten ja auch noch das Ü nehmen können, aber auch nicht schlimm. Und dann nimmt man jetzt zum Beispiel, ich nehme das und dann macht man einfach... Achso, so viel haben wir noch nicht. Den hier. Man macht einfach den hier. Hallo. Ich kann nichts bauen. Achso, ich bin nur noch auf Z. Den seht ihr nichts. So, macht man einfach den hier. Hallo. Achso, ich bin immer noch auf I. Ich muss mich erstmal wieder die Steuerung zurecht machen. Ah, T. Jetzt hab ich's. So, und guck mal hier, da haben wir jetzt ein Dreieck, da könnte ich zum Beispiel auch so eins hier noch bauen. Und dann kann ich auch noch so eins bauen. Sieht natürlich endgeil aus, oder? Lieber Wolke. Kann eine also Bergkette. So bauen. Aus dann kann Sand. Ich das noch so bauen. Und wenn ich noch genug Sand habe, kann ich das auch noch so bauen. Ja gut, das war jetzt ein Fail. Da hat es dann gesagt, nö, mach's nicht.
Sieht natürlich total cool aus, meiner Meinung nach. Und jetzt kann ich hier, was weiß ich, jetzt baue ich hier zum Beispiel noch den hier rein. Moment, das dauert ein Stück. Ich könnte hier auch so machen. So. So. Oder könnte ich jetzt eventuell, ach weiß ich, könnte eigentlich auch durchbauen hier so. Sieht natürlich schon ein bisschen cool aus, oder? Was meinst du? Also, da hat man jetzt auf jeden Fall sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich da noch weiter auszuleben als bei Minecraft. Also ich denke mal, wenn da noch Werkzeuge und so hinzukommen, dann Juhu! Und ich würde sagen, auf jeden Fall einen sehr würdigen Gegner oder Konkurrenten. Na, Monster wird es ja nicht geben. Es wird hier irgendwann mal Mobs geben, Tiere und sowas, aber Monster nicht. Und hier gibt es natürlich auch Blumen und so. Ich glaube, ich habe die neueste Version. Ich kann... Ne, ich habe nicht die neueste Version. Nur mal das... In der neuesten Version kannst du Blumen auch einsammeln und daraus was craften. Das Problem an der Sache ist, das Forum von Broxscape ist noch ein bisschen ungeordnet. Man kommt da sehr schwer zurecht, nur... Die neueste Version kann ich mir da zum Beispiel gar nicht runterladen. Hier haben wir jetzt Stein. Und ich laufe das mal mit dir, mit dem Wolke und euch hier ein bisschen rum und zeige euch mal die Gegend. Ist doch ganz lustig, oder? Genau. Ich bin da nämlich genauso wie ihr sehr unbefleckt, was dieses Spiel anbetrifft. Jungfräulich sozusagen. Keine Ahnung. Genau. Das kann ich euch auch einsammeln hier, das Grünzeug hier. Da. Hier haben wir noch Stein, den könnte ich jetzt auch einsammeln. Mach ich jetzt aber nicht, weil das dauert zu lange, bis man den abgebaut hat. Hier haben wir Sand. Ich kann ja auch jede Art von Blättern, das ist auch noch eine verschiedene Art. Vor allem hat man hier eine mega Reichweite. Moment, ich kann bis da hinten, seht ihr den Stein? Hier, ab hier kann ich abbauen. Jetzt könnte ich da hinten den Stein abbauen. Oh, scheiße. Und es gibt auch verschiedene Bäume hier. Das ist auch schon ein bisschen abnormal, oder? Auch finde ich ganz cool. Es gibt, wenn du unterirdisch bist, gibt es manche Momente, da brauchst du einfach so langen Arm, weil die unterirdischen Gänge sind sehr verzwickt. Hier finde ich die Stelle zum Beispiel ziemlich geil, ja, mit den verschiedenen Bäumen hier. Das habe ich auch... Moment, hier unten sieht man jetzt, da habe ich Oak Leaves in verschiedenen Farben, da habe ich noch Palm Leaves, Face Palm. Das kann ich auch auf den Baum einfach drauf springen. Moment, das hat nicht so ganz geklappt. So, und hier, oh, oder springe ich hier hoch. Hier haben wir natürlich auch noch Holz, das können wir auch noch abbauen. Und da laufen wir mal hier weiter. Normalerweise hat das Spiel auch eine Musik, aber die scheint im Moment gar nicht zu laufen. Moment, ich schau mal ganz kurz. Musik. Das Orchester wurde getötet. Oh, jetzt hab ich dich leise gemacht. Musik von Broxscape. Eigentlich müsste es laufen, aber es läuft nicht. Na okay, lassen wir's erstmal. Deswegen habe ich auch keine eigene Musik angemacht, weil das übertönt sich dann so extrem nervig. Was haben wir denn hier? Das kenne ich noch gar nicht, was ist denn das? Birk! Achso, das ist ein Birkenbaum, verstehe. Der wächst in sich zusammen. Und hier zum Beispiel auch eine sehr schöne Stelle. Nachts gibt es ja auch Glühwürmchen. Da kann man zum Beispiel jetzt in eine Höhle rein. Man macht auch so einen gewissen Eigeneffekt, was Licht angeht. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel runter. Und jetzt sind wir in der Mine drin. Da gibt es jetzt Eisen, Silber und Gold. Das müsste jetzt Silber sein hier. Genau, das ist Silber. Ich gehe aber nicht zu tief in die Mine rein, weil wenn man hier einmal sich in der Mine verläuft, dann war's das. Da kommst du nicht wieder raus. Hier haben wir... Was bist du denn? Buddelst du dich wieder hoch? Ja, bis du dich hier hochgebuddelt hast, das könnte eine ganze Ecke dauern. Also ich hab's noch nie geschafft, aus einer Mine wieder rauszukommen, wenn ich zu tief gewesen bin. Weil durch Stein sich durchzubuddeln, dauert natürlich auch eine ganze Weile. Oh, es gibt ja keine Werkzeuge. Was es auch noch gibt, ist zum Beispiel kann man jetzt auch... Normalerweise denkt man sich ja, das ist eine Insel hier, gell? Wenn ich aber jetzt übers Wasser schwimme, sieht man das mal, das wird ziemlich geil tief hier langsam. So, jetzt werde ich langsamer, also so, weil ich schwimme. Jetzt also wie richtig, sag ich mal so, dass das... Ja, jetzt bin ich unter Wasser. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man unter Wasser sterben kann, aber irgendwie sterbe ich nicht. Und bist du tot und dann... Nein! So, jetzt bin ich wieder über Wasser, jetzt bin ich wieder unter Wasser. Und dann kann man hier, da sieht man, geht's natürlich extrem tief rein. Und da sieht man, geht's wieder hoch. Das bedeutet meistens, dass sich da in der Gegend wieder eine neue Insel befindet. Gefunden! Und da gibt's die unterschiedlichsten Inseln. Es gibt zum Beispiel auch Schneeinseln. Und es gibt nur auch ganze Steininseln. Was bist denn du hier?
Also, es ist sein Tuch hier. Was bist du hier? Das sieht natürlich auch sehr chillig aus, kannst dich hier reinhocken. Angst! Komm hoch. Hier hat man zum Beispiel so eine Felsformation. Also ich muss sagen, es sieht wirklich sehr, sehr genial aus, so das gesamte Spiel so. Das Problem an der Sache ist wirklich, dass du im Moment absolut gar nichts hast, mit dem du interagieren kannst. Damit sieht man aber das Schnee. War damals bei Minecraft auch so. Ja, am Anfang bei Minecraft hattest du wenigstens noch Monster und sowas. Du hast hier wirklich gar nichts. Du hast keine Tiere. Und das ist, glaube ich, das, was Blockscape dann ab einer gewissen Ecke so ein bisschen. Snow war das jetzt. Snow vor allen Dingen. Snow. Ich bin Englisch Profi. Ich habe Snow gefunden. Ist genauso wie. Englisch Pro findet Snow. Wie Viv Snow. Genau. Ja, das ist, glaube ich, das, was es hier ein bisschen langweilig macht, ab einer gewissen Ecke, weil du hier wirklich permanent nur bauen kannst. Ja gut, das stimmt. Aber ich meine, oder sagen wir mal, ich hoffe, dass sie das alles noch so machen. Also wirklich auch mit Werkzeugen und hast du nicht gesehen. Weil der Punkt ist einfach, was mich an Minecraft dann so stört, ist einfach, man hat diese Ideen. Okay, da könnte ich das und das bauen und hast du nicht gesehen. Ja. Dann kann man das einfach nicht bauen, weil es zu eckig ist. Was zu eckig und ist. Ich glaube, da hat das Spiel jetzt echt riesen Chancen, weil man da schon durch die verschiedenen Formen doch mehr machen kann als bei Minecraft. Ja. Und deswegen, also ich will nicht sagen, dass Blockscape das später ablöst, also dass Blockscape Minecraft ablöst. Nee, das nicht. Minecraft entwickelt sich ja auch weiter. Aber ich glaube, es macht Minecraft auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr große Konkurrenz. Ich glaube eher, dass Blockscape in eine gewisse, in eine andere Richtung gehen kann und dass es einfach sich von Minecraft-Klon dann zu einem eigenständigen Spiel entwickeln kann. So, das würde ich eher auch sagen. Dass Blockscape wirklich sehr unabhängig werden kann. Gibt es jetzt mehrere Cube World im Moment, was der Kronk im Moment angezockt. Kann ich übrigens nur empfehlen, das Let's Play, was er jetzt da macht, mit einem Saraza und einem Rumpel zusammen. Mal so ein bisschen Werbung für andere machen hier. Als ob der Kronk. Also, ich meine, als ob Kronk das brauchen könnte, wenn hier die zwei Abonnenten, die ich habe, darüber gucken mal. Aber, sehr geil gemacht, auf jeden Fall, das Spiel. Ich weiß nicht, ob es kostet, ansonsten zocke ich es mal privat dann mal schauen. Aber ich mache das nicht, das wäre ein bisschen komisch, wenn. Wisst ihr wie? Und ich würde sagen, wir sammeln uns das erstmal ein bisschen Zeug zusammen und fangen dann einfach mal an, hier ein Haus zu bauen, oder? Weil in einer Stunde muss man natürlich irgendwas bauen. Ja, das also, wäre mal ein Anfang. Ich habe gerade irgendwie ein was im Hals. Das Problem an der Sache ist natürlich, ich habe ja auch noch nie was gebaut jetzt. Ich habe meine Aufnahme gemacht, eine Stunde lang, die habe ich aber dann wieder gelöscht, weil ich dann doch nicht veröffentlicht habe. Ich wollte eigentlich ein Let's Play draus machen, aber ich habe einfach keine Zeit für das Let's Play im Moment. Und deswegen habe ich die Aufnahme gelöscht. Da habe ich, also das sah so schäbig aus, das Haus, was ich da gebaut habe. Das sah einfach so schäbig aus. Das war wirklich dieses pure Minecraft-Denken war da verankert in diesem Haus. Deswegen oh Mann. Und ich kann jetzt auch keine großen, teuren Rohstoffe abbauen gerade, weil das dauert einfach zu lange. Da müsste ich mich jetzt ewig herstellen und das bauen. Deswegen werde ich jetzt einfach mal hier so mit Sand und so, mit dem Kleinsten, was man halt zu bieten hat, irgendwie. So, das nehme ich mal raus. Aber wir haben ja eine Stunde Zeit und, Ja, wir können ja auch weitermachen. Es ist jetzt nicht so, dass ich das hier dann lasse. Wollen wir gleich hier bauen oder wollen wir so eine schöne Reihe suchen? Ich weiß nicht, oder du baust da so in den Felsen rein, so. Ja, das wird, glaube ich, ein bisschen schwer. Einer wegen der Abbaugeschwindigkeit. Oh, guck mal da hinten. Dass du den Fels praktisch als Rückwand lässt und nach vorne einfach ganz weit. Alter, guck dir das mal an, bitte. Boah. Da muss ich mal kurz rein. Das ist ja krass. Was mir auch gerade auffällt, was ich hier auch sehr positiv finde, dadurch, dass Minecraft ja wirklich der Vorgänger von solchen Spielen ist, bei Minecraft musste man sich zumindest sehr ständig neue Mods und Texturen und hast du nicht gesehen, runterladen, damit man da wirklich auch sehr schönes Wasser und Gras und so eine Sachen hat. Und hier ist es halt schon vorhanden, ohne dass man jetzt irgendwie großartig sich dann noch 1000 Sachen runterladen muss und all so eine Sachen.
Das finde ich nämlich heutzutage wirklich sehr, sehr nervig, dass man echt für allen möglichen Scheiß noch 50 Updates und Mods und was weiß ich sich noch runterladen muss, damit man wirklich auch mal ein Spielerlebnis hat, wo man sich sagt, ja, das ist richtig geil. Finde ich heutzutage sehr, sehr. Also du, Schweiler, ich baue gerade so ein bisschen um. Ja, ich sehe es gerade. Du baust gerade eine Blumenhütte. Na, ich habe jetzt im Moment halt noch nicht diese Rohstoffe, deswegen dachte ich mir, mache ich so ein bisschen was Grünes und das kann man ja später dann immer noch abändern. Das wird eine Hippie-Hütte. Eine Hippie-Hütte. Und dann baue ich hier jetzt einfach mal so eine Art, was weiß ich, so einen Eingang, kann ich ja so einen Keller hier bauen. Sieht das nicht so schäbig aus, wenn ich hier was wegreiße? Genau. Ja. Aber es gibt viele Punkte, über die man sich heutzutage aufregen könnte. Wenn ich das gerade so sehe, ich habe hier gerade so Taft, was ist das eigentlich? Hört nicht mal an, über was es sich echt aufregt. Gel. Es ist Gel. Da steht radikaler Halt drauf. Doch du mit deinen Haaren, ey, Leute, das geht ja gar nicht. Ja, ja, da muss ich mich jetzt wirklich mal drüber aufregen, liebe Leute, weil diese Haarprodukte, das könnt ihr so in die Tonne kloppen. Ihr schüttelt eure Haare dann zweimal. Das ist die ganze Sache, wo ihr euch eine Viertelstunde hingestellt habt und versucht habt, da irgendwas hinzukleistern, ist dann wieder weg. Ja, ja, der Wolke und seine Haare, das ist so eine Sucht. Und trotzdem sieht's immer scheiße aus. Ja, das ist ja der Punkt. Zu Hause, wenn dich keiner sieht, wenn du das gerade fertig hast, dann denkt man sich immer so, doch, ja, so kann ich rausgehen. Ja, guck mal wo an. Ja, das ist auch ganz normal, weil zu Hause hast du keinen Wind und keine Krähen, die dir ins Haar kacken und sowas, weißt du? Keine Neverguests, die dir das Haar zerwuscheln. Ich meine, Krähenkacke würde wahrscheinlich sogar noch besser halten als der Scheiß. Sag das nicht! Heute kackt, wenn wir uns auch noch treffen, dann kommt der, kackt der noch so eine Krähe ins Gesicht. Ich glaube nicht, dass das lustig ist. Ja, im Gesicht nicht, nee. Gut, in den Haaren will ich vielleicht auch nicht unbedingt haben, aber. Nee, liebe Leute, das ist. Ich meine, was erzählst du, wenn dich jemand fragt? Oh, deine Haare halten aber gut, das hast du reingemacht, du Krähenscheiße. Okay! Gut! Das ist die neue Marktlücke. Wir bringen HG raus, was wirklich hält. Auch mal länger als 2 Minuten. Was hier bei Blockscape übrigens hab ich gerade mitbekommen. Normalerweise kannst du die rechte Maustaste gedrückt lassen und dann baut der das natürlich in entsprechender Geschwindigkeit ab. Wenn du allerdings so oft wie möglich auf die rechte Maustaste klickst, dann baut das wesentlich schneller ab. Und was bei unserer Klickfrequenz, was Modern Warfare natürlich angeht, ist das natürlich wesentlich besser hier, wenn ich da so oft draufklicke. Und dann baue ich mir hier gerade so eine schöne Treppe runter. Sieht irgendwie schon ein bisschen cool aus. Ja. Sieht das so. Bei Minecraft würdest du jetzt wirklich. Ich tue es und baue es mal kurz hin. Das wäre Minecraft. Oder? Das ist ja, auch Minecraft. Vielleicht nicht ganz so groß, aber. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja. Na, bei Minecraft würde man sich jetzt nochmal Treppenstufen craften. Die dann extra nochmal hinsetzen. Und selbst die wäre noch zu groß. Und ich meine. Das hat auch was, das macht auch Spaß, klar, aber ich finde es hier halt eben genial, dass man wirklich aus der Größe, man kann ein kleines Kästchen wegnehmen oder man nimmt so die halbe Wiese weg, jetzt mal übertrieben gesagt. Das finde ich einfach angenehmer, anstatt bei Minecraft wirklich immer ein und dieselbe Größe abbauen zu müssen. Ja. Und die dann auch nicht wirklich, ja, individuell, wie man es haben möchte, zu verwerten. Wobei sich da Minecraft ja auch wirklich sehr, sehr weit entwickelt hat. Ja, ja. Also wir beide kennen es ja noch so aus den Anfängen, also. Na gut, ganz Anfängen kennen wir nicht, wir kennen. Also, bei Minecraft war es ja irgendwie sehr verwirrend, es gab erst eine Alpha, dann gab es eine Beta, und dann gab es wieder eine Alpha. Und wir kennen es ja, also der Wolke hat es in der Alpha 1.4 kennengelernt, der Beta 1.4, hat es mir dann gezeigt, dann habe ich es in der Beta 1.5, habe ich dann angefangen zu zocken. Durch den Wolke, also ich bin nur durch Wolke auf das Spiel gekommen, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, im Minecraft-Display. Und so ist halt eine Sucht geboren worden. So, ich glaube, ich habe genug erstmal jetzt. Ne? Ja, glaube ich auch. Ja, und damals war es halt echt, ja, damals, vielleicht damals. Früher ist, noch, im Krieg. Lange ist das her. Minecraft? Ja. Das ist jetzt mittlerweile auch schon fast 2 Jahre her, glaube ich. 1.5? Sollte? Das war auf jeden Fall noch in der Schulzeit.
oder? Das war dann auch Schulzeit. Ja, ich überlege gerade. 2 oder 3 Jahre. So lange auch noch nicht, glaube ich. Oh. Ja, das könnte 9. Klasse gewesen sein, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich hab keine Ahnung. Keine Peilung. Naja, auf jeden Fall, weiß ich noch, wo wir so angefangen haben. Oder was mich damals sehr, sehr gestört hat. Ich hatte wirklich, oder es ist auch jetzt noch so der Punkt, warum ich jetzt auch nicht mehr so Minecraft aktiv bin. Ich habe Ideen. Ich stelle mir das richtig geil vor, fange an zu bauen und merke dann, hey, warte mal, das ist alles hier so eckig und kantig, das kannst du gar nicht so bauen. Nee, das sieht total scheiße aus. Und Guck mal, ich habe mir Minecraft-Hütte gebaut. yeah, das fand ich halt bei Minecraft immer sehr, sehr schade, dass man dann seine Ideen teilweise gar nicht so verwirklichen konnte, weil es scheiße aussah, weil es eben eckig war. Weil dann, was ich bei Minecraft aber hoffe, was das Einbauen noch, die haben ja jetzt mittlerweile auch halbe Blöcke nach oben, also diese Halbslabs gemacht. Ich hoffe ja, dass sie das eventuell auch so hier noch nach oben bauen. Das hoffe ich bei Minecraft ja noch. Dann kannst du eventuell wirklich dünne Häuser bauen und das sieht dann, glaube ich, schon wieder ein bisschen geil aus. Ja, und das gefällt mir jetzt, wie glaube ich jetzt schon zum 5. Mal gesagt, am Bloxscape einfach so genial gut. Auch wenn jetzt keine Monster oder sowas hier sind, was vielleicht noch kommt, auch wenn die Entwickler ja wie laut dem Neverguest bis jetzt noch sagen, es gibt keine Monster, es wird keine Monster geben, aber vielleicht bringen sie die ja doch noch rein. Man hat hier einfach wirklich viel, viel größere Möglichkeiten, Chancen, sich wirklich kreativ hier einfach auszuleben. Eben durch die anderen Formen. Und wenn sie dann die Steuerung, sage ich mal, noch etwas optimieren mit diesen Ü und hat whatever. Die Steuerung, ja, es ist halt bloß, du hast hier nochmal, also kannst ja mal auf deine Tastatur gucken. Der Sand ist T, gell? Wenn du den Sand haben willst. Die nächste wäre dann Y und dann geht's Z, und dann geht's U, I, O, P. Deswegen verstehe ich nicht, Z ist gar nicht belegt. Aber dafür ist Y belegt. Das verstehe ich irgendwie nicht bei dem Spiel. Vielleicht amerikanische Tastatur, da ist nämlich Z und Y umgedreht. Ich weiß nicht, kann ich das. Ich kann es auch nicht, ich kann auch nicht verändern. Ach so, ist das so? Wusste ich gar nicht. Ja, das ist, wenn du bei dem Rechner, das hatte ich manchmal, oder zumindest beim Fressenbuch, Okay. hatte ich das mal irgendwie umgestellt. Also ich glaube, es war Y und Z. Es kann auch Y und C gewesen sein. Da bin ich Ja, mir aber fast nicht das wäre sicher. logisch, weil das ist wirklich wie als wenn da eine Tastatur rausgenommen wurde und woanders eingesetzt wurde. Wäre Und dann logisch. ich da geschrieben und wundere mich auf einmal, wenn ich auf Y drücke, dass auf einmal Z oder so schreibt. Bis ich dann nach einer Viertelstunde dahinter gekommen bin, dass sich das Ganze irgendwie auf amerikanisch umgestellt hat. Also amerikanische Tastatur. Okay. Fand ich auch nicht schlecht. Ist natürlich scheiße, wenn du einen Aufsatz schreiben musst oder sowas auf PC, ne? Ja. Nee, aber Sitz. es ist, Oh, soweit Sepp. ich weiß, amerikanische Tastatur ist alles gleich, bis auf Z und Y. Das ist umgedreht. Ich wusste nicht mal, dass sich die Tastatur überhaupt irgendwie unterscheidet, wenn man in andere Länder kommt. Ja, war mir auch neu bis zu diesem Vorfall da Ach so, vor einem okay. halben Jahr oder wann das war. So, ich mach mal ganz kurz hier noch ein bisschen Sand. Also ich habe gedacht, die arabische Tastatur oder russische Tastatur, dass die da vielleicht schon kyrillisch oder so was haben, was weiß Ja, ich. aber ich dachte nicht, dass die Buchstaben sich verändern. Und ja, nee, ich hätte nicht gedacht, dass bei den Amerikanern, die ja die gleichen Buchstaben haben wie wir, das so ist. Ja. Weil das für mich auch nicht wirklich einen Sinn ergibt, warum die das so haben. Ja gut, ich sag mal Also so, das ist. wenn du es so nimmst, ergibt es ja doch vielleicht ein bisschen Sinn, weil, soweit ich weiß, gibt es keine feste Verordnung, wie man die Tastatur in seinem Land machen muss. Nee, ist ja klar. Aber alle möglichen Länder, die diese Buchstaben, das sind doch römische Buchstaben oder was? Wie war das nochmal? Weiß ich gerade gar nicht. War das römisch? Ich glaube, war das griechisch, römisch? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie Ich habe sowas. keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich weiß, was du meinst. Alle, die diese Buchstaben haben, haben die Tastatur
Z ist da, wo bei uns Z ist, und Y ist da, wo bei uns Y ist. Nur, also was ich bis jetzt so mitbekommen habe, glaube ich, ich will jetzt nicht Falsches sagen, aber ich glaube, nur die Amerikaner haben Y und Z umgedreht. Tja, siehst du mal, die Amis wieder. Das ist, die müssen mal wieder völlig aus der Reihe springen, ja. Das ist, Was haben wir hier noch so? Soil habe ich noch, was auch immer Soil ist. Ich nehme mal Soil. Soil? Ist das eigentlich auf Englisch? Das Englisch, ja. Das Englisch. Ich reiß dann jetzt mal, Moment, ich nehme mal den hier. Und dann reiß ich jetzt hier mal den Boden raus. Reiß ihn raus. Nimm ihn in den Mund, was? Nein, Frank, das war was anderes. Nein, Frank, Trick isst man nicht. Okay. Gerade ein bisschen. So. Ja, apropos, die Amerikaner müssen aus der Reihe springen. Was sagst du zu dem Fall Snowden, hä? Ich lag aber jetzt ganz schön. Was ist jetzt los? Hä? Warum lag denn das jetzt so? War doch gerade die ganze Zeit nicht so. Wüsste, dann... Hat die ganze Zeit nicht so gelackt, jetzt lackt das auf einmal. Deine Internetverbindung gerade schon wieder so schlecht? Kann das sein? Ja, aber wenn meine Internetverbindung schlecht ist, kackt ja nicht dein... Ja, doch, wegen Skype eventuell. Ich hab keine Ahnung. Und davon massig. Ja, das, ist... Ja, Fall Snowden. Gibt's ja wirklich viele Meinungen. Das hast du gut erkannt. Ich finde, ja, es ist halt so eine, ja, auf der einen Seite finde ich es wirklich sehr, sehr gut, dass er uns, oder dass er, sag ich mal, die gesamte Welt wirklich Gewissheit verschafft hat. Ich meine, jeder hat sich irgendwo schon mal gedacht, okay, wir werden bestimmt irgendwie abgehört oder so, und er hat jetzt halt, sag ich mal, so die Gewissheit gebracht. Dass, auf der einen Seite finde ich es gut, weil man sich ja jetzt, sag ich mal, auch wirklich dagegen wehren kann oder ja, etwas dagegen unternehmen jetzt könnte. Jetzt hat man den Beweis sozusagen. Genau, jetzt könnte man etwas dagegen unternehmen. Allerdings macht Amerika und Großbritannien und wer das auch alles macht, die machen das ja nicht ohne Grund. Und da wäre es jetzt zum Beispiel ein Grund, wirklich terroristische Aktivitäten frühzeitig zu erkennen. Das ist ja an sich eine gute Sache. Und da ist jetzt halt der Punkt, dadurch, dass der Snowden das bekannt gegeben hat, wissen natürlich auch jetzt alle Terroristen oder Leute, die irgendwie terroristische Gedanken haben oder so, hundertprozentig, okay, wir werden abgehört und was weiß ich. Und werden dadurch natürlich noch viel, viel vorsichtiger. Naja, noch schwerer, die irgendwie zu fassen. Ja, muss man so sagen, also ich glaube, Terroristen und solche Leute, die sich mit sowas auskennen, die werden das schon gewusst haben, dass das so ist. Also kein gefährlicher Terrorist würde denken, dass sowas nicht passiert, glaube ich. Also Leute, die halt Ahnung haben und andere sind ja nicht. Aber die verständigen sich jetzt halt anders. Vorher haben sie halt gedacht, okay, wir werden vielleicht irgendwie, gibt's da Sachen, die abgehört werden, und vorher haben sie vielleicht gedacht, okay, es werden nur spezielle Personen abgehört und also Sachen. Ich meine, vielleicht ist das Ganze ja, also jetzt mal wirklich komplett gesponnen, jetzt mal wirklich ganz abstrus gedacht, vielleicht ist das Ganze ja auch eine riesen Verschwörung. Oh Scheiße. Liebe Leute. Was ist das? Das ist Wasser. Ich frag mich nur gerade, wie das hier herkommt. Also jetzt mal wirklich ganz dumm rumgesponnen. Was ist denn, wenn das Ganze nicht sogar geplant war, dass der Snowden dann auch wirklich zu den Russen geht und so eine Sachen? Und bald steht der Dritte Weltkrieg vor der Tür. Weil Russland ihm Asyl gewährt und all so eine Sachen. Oder gewährt. Ich krieg das Wasser nicht weg. Musst du reinbauen. Ja, hab ich gerade gemacht. Also hab ich wieder weggebaut und dann war das Wasser immer noch da. Hm. Naja, klar. Was wolltest du gerade erzählen?
Du warst gerade so schön bei gesponnenen Verschwörungstheoretiken. Weil, was wäre denn, wenn jetzt Amerika gesagt hat, okay, hey, wir wollen ein bisschen mehr Land oder, keine Ahnung, fehlen die und die Rohstoffe, was weiß ich, aus was für Gründen oder Russland wird zu gefährlich oder vielleicht war das Ganze auch nur gegen Nordkorea, weil er war ja auch kurzzeitig in Nordkorea. Vielleicht haben die das so gemacht, wirklich, dass der Snowden absichtlich dann nach Nordkorea geht. Damit Amerika vielleicht dann halt einen Vorwand hat, okay, wir greifen Korea an, die schützt terroristische oder terroristisch aktive, schützt terroristische Aktivitäten, durch diese ganze Geschichte mit den Raketen und dem Kim Jong-un, der da zu wenig Snickers gegessen hat und ein bisschen Diva-like war. Das kann ja alles sein. Das wissen wir ja nicht. Weil wir erfahren ja nichts und sagt ja keiner was. Bauchst du gerade das Wasser ab? Nein, ich baue gerade Dreck wieder drauf. Sah gerade so aus, als würdest du das Wasser abbauen. Ja, das ist wirklich sehr gesponnen, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe da jetzt auch gar keine Meinung dazu, weil das kann alles wirklich sein. Also ich glaube, die Menschen heutzutage sind zu allen fähig. Da hast du recht. Und ich meine, wir erfahren ja auch nicht so viel, was da zwischen den einzelnen Regierungen und so abgeht, das erfahren wir alles gar nicht. Wir erfahren ja praktisch nur das, was wir erfahren sollen, sage ich mal so. Und wenn wir halt erfahren sollen, hier, Russland deckt den Snowden. Aber weißt du überhaupt, dass es da ein Problem gab, weil Deutschland dasselbe Abhörprogramm hat? Genau. Allerdings haben die das ja irgendwie unter Prism 2, gell? Nee, ich glaube, das ist genau dasselbe. Die heißen beide Prism. Ja, ich habe das letztens, hatte ich das im Radio oder im Fernsehen, habe ich das gesehen irgendwie, aber das war von der Bundeswehr irgendwie. Also wenn du das im Radio siehst, dann bin ich begeistert. Nein, im Radio gehört oder irgendwo gesehen. ja, ich kann Radio sehen. Glaubt da nicht gern. Ich wollte gerade sagen, und Fernseher hören, aber Fernseher hören ist ja irgendwie so ein bisschen los. Es war ja von der Bundeswehr in Afghanistan, oder wie war das? Jetzt haben sie so ein Abhören benutzt. Wo sie es abgehört haben, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ich bin mir ja, aber es war ja gesagt, es ist von der Bundeswehr in Afghanistan ein Programm, um da Lager oder was weiß ich, was sie damit gemacht haben, abzuhören. Aber das Thema hatten wir ja, wann war das, am Freitag? Hatten wir ja auch schon mal kurz drüber gesprochen. Ich glaube auch ganz einfach, die Amis können das Ding auch einfach ganz einfach auch Prison genannt haben, einfach um solche Gerüchte aufkommen zu lassen wie, ja, das ist dasselbe und die Deutschen machen da dasselbe mit euch, weißt du wie? Ja, guck, das wissen wir ja nicht. Wir wissen ja nicht, was die sich da ausgetüftelt haben. Also, weil ich, also das Deutsche, meinst du jetzt, war öffentlich oder wie? Das war bekannt, dass das Programm existiert. Nee, wenn die Bundeswehr das benutzt, um in Afghanistan feindliche Stellungen und so rauszukriegen durch Abhörsachen, dann können die das ja nicht öffentlich machen. Dann wäre ja der Erfolg nicht da. Na gut, aber die Amis werden wahrscheinlich irgendwie trotzdem das mitbekommen haben, dass das Programm existiert. Ja klar, ich meine, die sind ja auch noch in Afghanistan und da werden sie sich bestimmt mit den Deutschen bestimmt abgesprochen haben irgendwie. Die müssen ja auch bestimmte Sachen koordinieren und so eine Sachen. Ja. Ja, und vielleicht ist das ja wirklich nur eine riesengroße Verschwörung und irgendwann steht der Dritte Weltkrieg gleich vor der Tür. Ich will es nicht hoffen, aber Ich hätte gerne Pizza. Ja, ich würde mich hinsetzen mit Popcorn und sagen, so. Kann losgehen. Über den Krieg macht man keine Witze, auch wenn wir es tun. Nehmt euch kein Beispiel. Wir sind ein schlechtes Beispiel, nehmt euch kein Beispiel an uns. Nee, das sowieso nicht. Aber allgemein, also dieses ganze damals, was so war, halt nach dem Krieg, es darf nie wieder passieren und so, alles schön und gut, aber wenn man sich das mal anguckt, was auch mit Nordkorea, das ist ja jetzt auch schon wieder eine Weile her, aber was da abging mit den
Kann das wieder hell werden? Ist ja schlimm. Ernsthaft, du bist hier... Ich weiß gar nicht, ob man das auf YouTube alles sieht, wenn das die ganze Zeit so dunkel ist. Weiß ich nicht. Aber auch schön, dass da hinten auch was leuchtet. Das sind Glühwürmchen. Kann ich mal hingehen? Ach so. Kannst du die fangen? Nee, die sind einfach nur so kleine Punkte, die hier rumfliegen. Cool. Ja, die Sache mit Nordkorea vor kurzem, war ja auch so ein Punkt. Also, wenn Nordkorea da Raketen gezündet hätte, dann die Amis auch und wer weiß, China. Was das alles... Ja, wer weiß, wer da alles da noch mit drinne gesteckt hätte und wer wen unterstützt hätte und was da noch passiert wäre. Also eine Sache. Und, deswegen. Boah, das ist gerade dunkel, ey, das geht ja gar nicht. Kann man nicht irgendwie Licht machen? Wir als Otto-Normalverbraucher, wir erfahren ja gar nicht, was wirklich da abgeht. Nö, das wird uns das, nicht. Vielleicht war das mit Nordkorea und Amerika damals auch abgesprochen. Dass der Kim Jong-un gesagt hat zu den Amis, hier, pass mal auf, ich drohe euch an, eine Rakete rüber zu schicken, damit mein Volk mich für den allergrößten Lutscher hält. Werden wir mal nicht gleich beleidigend, aber ja, okay, gut. Warum Lutscher? Wer hat denn nicht gerne einen Lutscher? Oder Lolli. Sagen wir Lolli. Ach, der Rohan. Der Wolke. Vielleicht war das ja auch alles abgesprochen. Das ist zwar total gesponnen, aber keiner weiß ja wirklich, ob das jetzt nicht vielleicht doch sogar stimmt, was ich hier gerade für Rotze laber. Ich habe einen Welcome-Teppich gemacht. Hey! Oh Gott. Ich kann sogar, Moment. Gut, das war's jetzt auch mit dem ganzen Politklauer hier, das ist ja schlimm, ey. Okay, das war's. Hey, hä? Es wächst echt nur an Gras und eins über. Hier wächst gar nichts. Achso, ich hab 0. Okay. Gut, das erklärt natürlich die Tatsache. Machen wir hier nochmal so eins. Machen wir hier noch so eins. Dann eins. Und dann eins. Wunderschön, ne? Kommst hier rein und denkst, wow, Wasserrohrbruch, yay! Ey, wir sollten mal einen Klempner anrufen. Ich würde ja dort abbauen, aber es ist ja so dunkel. Ich will den Zuschauern nicht die ganze Zeit zumuten, hier in der Dunkelheit abzubauen. Ich baue mal hier das Gras ab. Boah, Achtung. Ja, irgendwo muss ich aber mal was herbekommen, mit dem ich bauen kann. Und ich möchte nicht unbedingt die ganze Zeit im Dunkeln bauen. Deswegen nehme ich da einfach mal das Gras. Ist auch geil, wie das Gras stehen bleibt, obwohl die Erde weg ist. So, wegkommen, weg. Und ich erstmal hier den ganzen Sand zerstöre. So, da ihr... Ja, kann man von sowas halten, was man möchte. Wir lassen es erstmal bleiben. Wir haben da alle unsere geteilte Meinung. Ich sehe das nicht ganz so... Ich habe das nicht ganz so extrem gesehen wie der Wolke. Aber der Wolke ist sowieso so ein kleiner Fanatiker. Der will doch nur den Weltkrieg. Ich sag's euch, der will das. Nein, jetzt erzähl den Leuten nicht mehr. Pass auf, am Ende stehen hier gleich irgendwelche Leute, Secret Service Leute vor meiner Tür. Weil ich hier Verschwörungstheorien in die Welt setze. Ey, warte mal, kann ich die abbauen? Scheiße, warte mal. Ich kann die abbauen, die Glühwürmchen. Hey, das ist ja geil. Guck hier. Und da wollte ich gerade noch sagen, liebe Leute, wenn das Spiel ein bisschen ausgereifter ist, kann man vielleicht einen Kescher, fängt sich hier diese Glühwürmchen und dann muss man sich keine Lampen mehr craften oder sowas. Ich fang die mit dem Mund, die Dinger. Ja, toll. Großes Kino, ich hab die Glühwürmchen gefangen, bekommen sie aber nicht. Warum? Warum? Weil du sie gegessen hast, du... Mörder. Nee, scroll mal, kannst du dann noch runter scrollen? Nee, kannst du halt nicht, du hast nur diesen Bereich hier. Hä? Ich will das Glühwürmchen... Jetzt hab ich hier dunkel gemacht, ich bin zu... Ja, hier ist eins. Leuchte. Ist es gerade durch die Wand geflogen? Hä?
Die muss es nicht raffen. Aber vielleicht kann man die ja später mit dem Kescher oder so einfangen, dann braucht man keine Laternen mehr. Nein, man baut sich einfach aus Glas so einen kleinen Behälter, stopft da 3 Glühwürmchen rein und das ist dann... Jetzt überleg mal, die Nacht ist halb vorbei gerade mal. Alter, Mann. Ich hab keinen Bock, 5 Jahre in der Dunkelheit zu rumzocken. Die Leute sehen doch gar nichts. Vor allem, ich habe das Gefühl, die Hälfte der Aufnahme findet gerade in der Nacht statt. Mehr als die Hälfte, ist ja das Problem an der Sache. So. Ja, aber so schön im Mondschein so zu bauen, das... So schön im Mondschein, so romantisch mit einem Wolke zusammen. Wer mag das nicht? 1, 2. Gehen wir gleich erstmal schön romantisch döner essen. Romantisch döner essen. Jetzt versuche ich hier mal ein bisschen was Kreatives zu machen. Haltet euch fest, liebe Zuschauer. Könnt nach hinten losgehen. So. Du kannst ja mal so ein Vordach bauen und dann in die Schräge so Löcher rein wie Fenster. Was willst du? Ich hab da wieder einen total geilen Plan, aber... ich probier's. Ja, du baust jetzt wie so ein Vordach und dann machst du das so... Ach, egal. Ich hab doch noch nicht mal die Wand fertig. Ja, warum nicht? Du bist zu langsam. Weil es dunkel ist und ich will, dass die Zuschauer was sehen. Deswegen baust du langsam. Ja. Ich hab einen Zaun gebaut. Dadurch wird's auch nicht hell. Aus Sand. Sieht doch, sieht doch ganz okay aus, oder? Hoffe ich. Hat was, ja. Ist vielleicht ein bisschen groß, aber... Ja, eigentlich theoretisch könnte ich mal hier so ein bisschen nach da bauen. Wie gesagt, wir sind völlig jungfräulich in dem Gebiet. Stimmt. Wir sind da noch nicht ganz so aufgeklärt. Sowieso nicht. So, Moment. Nee, du hast das... Wann hast du das angezeigt? Heute? Nee, ich hab das, kurz bevor ich den Virus hatte, habe ich mir das runtergeladen und dann habe ich es natürlich gecrashed und seitdem habe ich es aber nicht wieder runtergeladen. Und jetzt habe ich das Spiel endlich wieder. Ach so. So, und ich hätte den... Warte mal, wenn ich den aus... Das sieht besser aus, ja, aus Eis. Ja, wenn du nur oben die Dinger aus Eis machst, sieht das schon etwas komisch aus. Ja, dass ich... Ich bring dich um. Seht ihr das? Der mobbt mich den ganzen Tag. Ich wurde letztens eingeliefert wegen Suizidproblem. Sorry? Was kann ich denn dafür, wenn du dir eine Schere an den Hals hältst? Okay. So. Sieht immer noch ein bisschen bescheuert aus. Vielleicht aus Holz. Ja, hab ich kein Holz. Doch, du hast doch Birke. Ja, das sind 5 Stück. 2 Stück. Besser als gar kein Stück. Ich geb dir gleich mal ein Stück. Du bist ein Stück. Oh ja. Wie sieht das aus? Nee, warte mal, warum bin ich eigentlich so unkreativ? Wir haben doch jetzt andere Formen. Warum nutze ich die nicht? Weil du zu sehr an Minecraft denkst. Glaube ich auch. Sieht ja aus wie eine Skatebahn jetzt, ne? Oder wie eine... Du könntest das Batman-Logo machen. Aber kann ich das auch umgedreht machen? Nee, das geht nicht umgedreht, gell? Das weiß ich nicht. Nö, naja, hab's halt probiert, das geht irgendwie nicht. Das sieht aus wie eine Hängebrücke. Sieht aus wie ein Pilz. Das sieht natürlich, warte mal, das sieht natürlich auch ziemlich cool aus. Wenn ich das einfach so mache. Sag mal, lass du. Das hier hat natürlich auch was, oder? Sieht aus wie 3 Pilze, ja. Was ne Pilz, Ade? So als Zaun? Jo, wow, klasse. Gar nicht übertrieben. Ganz großes Kino, jetzt habe ich wieder bewiesen, was ich nicht kann. Einiges. Und zwar das. Habe ich das mal wieder noch in die Wand gerissen? Ach, ich bin so ein Held manchmal, ey. Dann holen wir mal den Sand wieder raus und Sand war...
Ich krieg das nie hin hier. Y. Okay. T. Ach, das kannst du dann selber gar nicht mehr umstellen, oder was? Soweit ich weiß nicht, das ist das Problem an der Sache. T ist Snow. Snowden. Snowden? Ja, du musst auch, wenn du jetzt, keine Ahnung, was anderes abbaust wie Silber oder so, dann musst du das doch auch irgendwie hinlegen können, oder? Ja, das kann ich ja. Ich kann ja jetzt zum Beispiel Silber hier runterziehen und dann verschwindet das. Ach so, okay. Das geht natürlich alles. So, dann machen wir hier so und dann machen wir da noch ein und hier und Sprung auf die Mauer und so. Aber vielleicht kommen ja, also ich denke mal, die werden schon noch Optionen und sowas einführen. Müssen sie ja. Ja klar, das wird bestimmt nicht so bleiben. Das geht doch gar nicht ohne, das wäre ja frevelhaft, das Wenn ich jetzt den hier baue. Sieht schon ein bisschen scheiße aus. Aber eins geht eigentlich. Sieht aus wie so Gras. Sokrates. Was? Mann, bin ich wieder schlechte Witze erzählen, oder? Ja, also ich meine, der Eingang ist schon mal ganz gut geworden, ne? Ja. Wenn ich jetzt noch ein Fenster reinzimmer. Vor allem hatte ich gerade aus Versehen meine Lautsprecher runtergedreht. Ja. Obwohl, hab dich nicht gehört. Ich mach's wieder. Das Einzige, was ich höre, Sokrates. What the fuck? Was hab ich jetzt gemacht? Jetzt hab ich die Wand hier drüben kaputt gemacht. Nein. Sieht sehr kreativ aus. Das Fenster kannst du nichts gegen sagen, Digga. Digga. So, Mann, ich probiere jetzt mal. Jetzt nehme ich den Snow. Den Schnudden. Jetzt lass mal meine schlechten Witze langsam bleiben. Langsam reicht's aber wieder. So. Ba. Jo, doch. Ich bin ganz schön kreativ hier. Wieso? Du nutzt auch die neuen Formen sehr aus. Das ist, Ja, hier geht das gerade ein bisschen schlecht, wenn ich ein Fensterbrett machen will. Ich müsste. Du willst nur, dass es schlecht geht. Ich will, dass es dir schlecht geht. Seht ihr, ich hab's geschafft. Geht ganz einfach. Sonst willst du immer. Ich krieg den Schnee gerade nicht mehr hin. Oh, schlimm, ey. Ja, doch. Einbruchssicher, oder was? Ja, das habe ich mir auch gerade so gedacht. Sieht aus wie so eine Verteidigungsmaßnahme. Sieht so beschissen aus. Oh Mann, bin ich unkreativ wieder. Sorry. Du kannst doch den Sand so lassen und dann baust du einfach wirklich wie so ein Fensterbrett nach draußen oder nach drinnen. Das ist doch jetzt möglich, wenn das so flach ist. So hier oder was? Ja, genau so. So. Dann kann ich eventuell mal mit den neuen Formen arbeiten. Hey, cool. Boah. Siehst du? Siehst du? Geil. Sieht doch ganz gut aus. Ja. Moment. Ja, Junge, guck dir das mal an hier. Krasse Schokolade. Guck, und wenn jetzt oben wieder so eine Sache rüberziehst, dann sieht das aus wie ein Burgfenster. Eins, zwei, dann muss ich jetzt hier rausreißen. Wenn du... Hast du gehört? Never guessed. Ja, Burgfenster. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Aber kommt sehr schnell mit diesen ganzen Dingern durcheinander. Das ist extrem krass. Es ist dann halt wieder auch ein Nachteil, ne? Man muss vielleicht alles doppelt und dreifach bauen, weil man sich halt doch. Ich glaube, das liegt einfach eher daran, dass ich im Moment noch so neu in dem Spiel bin und einfach mich da noch nicht so reingefuchst habe. Ja, klar, aber es wird ja jedem Anfänger so gehen. Das könnte am Anfang vielleicht sogar den Spielspaß etwas verderben.
Och nö, ich find's, also mir verdoppt, mir zumindest verdoppt's nichts. So, sehen wir hier du, rein. Du bist ja auch. Jetzt werd nicht abfällig, ich sag's ja. Nicht normal. So, okay. Nee, aber ich könnte mir das vorstellen, dass dann viele vielleicht an sich das schon gerne spielen würden, aber dadurch, dass alles doppelt und dreifach, sag ich mal, abreißen, hinbauen und sonst was, vielleicht sogar den Spielspaß etwas verlieren. Guck mal, jetzt habe ich hier so eine Ecke, jetzt baue ich gerade so Ecken hier. Ich will gerade das bisschen ausnutzen, dass man diese Ecken jetzt hat hier. Das erinnert mich irgendwie an eine Festung, die haben auch immer so abgeschrägt. So, Mensch. Da. Lass dich drüber. Das ist echt ein Zaun, du kommst nicht drüber. Auch wenn er nur ein Viertelmeter hoch ist. So, hier mal so noch ein bisschen. Da. Hier, jetzt kommt das wieder dahin. Jetzt muss ich auch noch, glaube ich, ein bisschen Sand packen, sonst sieht das sehr seltsam aus. Bisschen. Fällt Sand hier auch runter, oder? Nee, hier fällt nichts runter. Ist wirklich ein pures Bauspiel. Das wird wahrscheinlich der größte Unterschied zwischen Minecraft und Blockscape sein. Dass halt bei Minecraft wirklich im Vordergrund auch das Überleben hast, sag ich mal so. Und hier ist es halt wirklich, du kannst deiner Kreativität wirklich so... Was? Hier ist dann im Vordergrund das Sterben. Genau. Nee, hier kannst du dich dann halt wirklich kreativ viel, viel größer, besser entfalten. So, ich nehme mal hier irgendwie das Ufer, dass es halbwegs... Oh, nach Ufer aussieht. Und ich nach so einem Nevergest war da fail. Hast du wieder Terraforming betrieben? So ungefähr. Ja, okay. Kann man so ach, lassen. So, machen wir hier mal um das Haus rum. Ich meine, jetzt sieht man wenigstens, was ich tue, im Vergleich zu dem, was ich vorher getan habe. Das Ding ist auch sehr intelligent. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. So ungefähr, ja. Nee, wie lange dauert denn die? Es wird langsam Tag. Oh, sehr schön, dann kann ich... Oh. Dann können wir mal auf Suche nach neuen Rohstoffen gehen. Aber es sieht auch schon mal ganz gut aus, so dieser Sonnenaufgang. Ich sehe überhaupt keine Sonne, wo siehst du einen Sonnenaufgang? Ich dachte, der Mond, der da gerade untergeht, wäre eine Sonne. Ja doch, sieht sehr gut aus. Nee, das ist der Mond, der spiegelt sich sogar im Wasser. Guck, und bei Minecraft brauchst du dafür noch 50.000 Mods. Oder auch einfach nur einen Shader. Oder einfach nur ein Shader. Aber trotzdem, der Shader zu installieren ist ja nicht ganz einfach. Für den Shader brauchst du zwei andere Mods. Ja, es reicht 50.000. So, machen wir hier noch. Habe ich noch überhaupt noch genug Gras? Für den Tag? Oh. Nee, das ist gerade mein Gras alle gegangen. Nix muss, gut. So Frage dann die nächste Ecke, das wieder. Ich hol mal ganz schnell wieder ein bisschen meinen guten Stoff. Aber es ist auch niedlich, dass wir da ein Glühwürmchen um das Haus rumfliegen haben. Und hier liegt auch noch eins, weil ich alle kaputt gemacht habe. Ja, wir sollten auch wissen, dass du die Dinger einsammeln kannst, aber nicht verwenden kannst. Das ist ja schon ein bisschen sinnlos. Vielleicht hast du sie einfach nur zerschlagen. Nee, ich hab's eigentlich. Es gibt hier keinen Zerschlag. Es gibt nur einsammeln und aufbauen. Mehr gibt's hier bei dem Spiel nicht. Es gibt nur diese zwei Optionen. Deswegen wären Monster ja auch ein bisschen sinnlos, weil du könntest dich gar nicht gegen die Viecher wehren. Na klar, wenn du ein Schwert machst. Ja, es gibt kein Schwert. Ja, warte. Wenn man das einführen könnte, dann... Nimmst die Monster einfach mit, gehst hin und sammelst sie ein. Genau. Dann platzierst du dir so einen schönen Creeper-Verschnitt im Haus. Creeper vor allen Dingen. Ich glaube nicht, dass es hier dieselben Monster wie Minecraft geben wird. Deswegen sage ich ja Creeper-Verschnitt. Ah. Mensch. Hat der Wolke auch mal was Intelligentes gesagt. I don't understand. Wahrscheinlich war das sogar noch falsch, was ich gesagt habe. Deswegen verstehe ich es wahrscheinlich auch nicht. Okay. So. Wie war das?
Metamorphose und was hat mir da rausgehauen? Ach, ich weiß es nicht mehr, es war auf jeden Fall dämlich. So dumm war das nicht, das war einfach nur... Das falsche Wort am falschen Ort. Genau. Also von der Seite sieht's ja eigentlich bis jetzt ganz angenehm aus. Wenn da noch ein Dach drauf wäre, dann... Ich baue gerade weiter, jetzt, ich nehme jetzt gerade den Sand in die Hand. Ah, oh, ich nehme den Sand in die Hand, das hat sich gereimt. Macht da so eine Schräge nach vorne. Ich will das bei das Haus so bauen, dass man auch drin laufen kann, deswegen ja. Kannst du noch nicht. Ich weiß ja auch nicht, wie groß jetzt die... Gibt's da überhaupt eine Spielfigur, weißt du das? Ja, ich bin die Spielfigur und ich habe eine gewisse Höhe, aber wie hoch die Höhe jetzt ist, weiß ich auch nicht. Na, oder bist du da nur so ein fliegender Kreis mit Kasten vorm Gesicht? Was bin ich? Ja, weil du doch da die ganze Zeit diesen Kreis hast, na, die ganzen Kästchen vor dir rumschweben. Also ich glaube, als Spielfigur gibt es dich nicht richtig. Du siehst nur das, was du jetzt siehst. Also ich habe zumindest keine Option, wie ich mich sehen kann oder so. Wenn du aber reinkommst, siehst du ja auch kein Skin oder so. Also es ist nicht wie bei Minecraft, dass du da jetzt einen Skin hast. Im Moment zumindest nicht. Kommt vielleicht noch. Ja, das kann ja alles noch. So, machen wir mal hier 4 in die Höhe und dann gehe ich jetzt mal hier rüber. So. Also es muss ja dann praktisch mehr oder weniger wie eine Spielfigur oder einen Skin geben, wenn du eine bestimmte Höhe hast, das wäre ja sonst... Ja, irgendwie wird es das schon geben, aber im Moment halt noch nicht. Hab ich keinen Sand mehr? Oh, ich hab später keinen Sand mehr. Aber so langsam nimmt das hier doch ganz famose Ausmaße an. Ich guck jetzt mal hier, wie das jetzt hier ist. Famose Ausmaße. Oh. 4. 1, 2, 3, 4. So, dann reiß ich hier jetzt mal ein Loch rein. Dann kann ich nämlich jetzt hier auch zubauen. Wieder. Was ich hier angestellt habe. Was hast du eigentlich nochmal genau gemacht? Ich habe hier durchgebaut und da ich ja so eine extreme Reichweite habe, habe ich hier drüben mal das mit rausgerissen. Wie zum Beispiel da. Das ist, glaube ich, auch so ein kleiner Nachteil. Durch diese extreme Reichweite kannst du natürlich auch extrem schnell alles kaputt machen. Das ist genau das, wenn ich jetzt hier abbaue und da drüben dabei den Bergzaun reiße, so ungefähr. Ich glaube, ich mache die genau so hoch wie die Tür. So. Welche Tür? Wir haben doch nicht mal eine Tür. Ja, hier ist doch eine Tür. Was soll das sonst sein? Durchgang? Es soll auch, gibt doch Türen bei dem Spiel. Richtige Türen. Ich weiß aber nicht, wie die gehen. Das, ja. Ich auch nicht. So. Ich würde sagen, wir gucken jetzt gleich nochmal. Ich baue jetzt mal hier noch mit dem Sand zu Ende. Und dann können wir ja eventuell gleich mal in den God-Mode reingehen. God-Mode. Und können, warte mal, ich hab doch hier so ein Ding. Ich packe einfach mal mein Ding aus. Blub. Mein Ding. Guck mal, so einfach ging das. Klack auf Fenster. Oh. Scheiße. Da fehlt was. Ja, das ist mir aufgefallen. So, aber ich glaube mit der Taste. Ich komme langsam mit der Tastatur. Ich werde. Boah, ich. Doch, ich komme langsam mit der Tastatur zurecht. Nee, aber ich glaube, wenn ich das mal so privat ein bisschen anzocke, das Game. Dann sollte das eventuell mal was werden. Im Vergleich zu meiner üblichen Spielweise halt. Deine Hardcore-Spielweise. Meine Hardcore-Nichts-Können-Spielweise. Das kannst du ja so nicht mal sagen. So. Wie jetzt? Du kannst ja was, aber du machst das immer so extrem schnell. Das ist... Hä? Raff ich jetzt nicht? Nein, bei irgendwelchen Spielen. Das Thema hatten wir, glaube ich, ja auch schon 50 Mal. Ich bin ja so der langsame Spieler. Was hab ich jetzt gesagt? Und du bist der Schnelle.
bis ich das hier fertiggestellt hätte, hätte ich jetzt nicht nur eine Stunde gebraucht, sondern ich hätte, keine Ahnung, noch 50 andere Sachen da irgendwie und alles ganz gemütlich und gemächlich. Und du hast nach einer Stunde da eine, fast schon ein halbes Schloss rumstehen. Was habe ich getan? Ja, na gut, also ich glaube, wenn dir das jetzt jemand erzählt, der das Spiel schon seit einer Woche spielt oder so, der lacht dich aus für diese Aussage, aber ich glaube nicht, dass ich da jetzt im Vergleich zu normalen Spielern... Oh, guck mal, du kannst das jetzt richtig kombinieren hier. Oh, das ist ja geil. Guck es mal an. Klar. Ja, krass, oder? Sei ja. Du kannst dich da jetzt kreativ viel, viel besser... So, sagen wir hier. Ich glaube, ich werde einfach wirklich nur ein einziges Haus bauen. Also in den Aufnahmen, die wir hier machen. Und werde das einfach immer weiter verbessern und immer mehr Schnickschnack reinbauen in das Haus. Das ist einfach, dass wir dann am Ende ein Haus haben, das wirklich verdammt geil aussieht. Das kann ja dann auch größer werden, das Haus ist ja auch nicht. Aber wenn du es jetzt schon anguckst, also ich meine, also im Vergleich zu Minecraft bin ich gerade geflasht. Von dem meine Rede, du kannst ja kreativitätstechnisch... sind die hier eigentlich echt gar keine Grenzen mehr gesetzt. Ich save das mal unter... Moment... Let's... Vor allem das L... Ach ja, den ersten Buchstaben... So ein kleiner Bug hier, den ersten Buchstaben musst du immer doppelt schreiben, weil den schreibt der immer nicht. Let's play. Hä? Ja. So, dann haben wir es gesaved hier. Da unten steht's. Game save successfully. Hier unten sieht man's. Und dann gehen wir mal auf... New. Und gehen mal in den God Mode. Und machen mal Normal. Und dann schauen wir uns jetzt mal noch mal ganz schnell an, was jetzt hier alles so überhaupt zu finden ist im Moment. Was wäre denn dieses Infinite? Das weiß ich gar nicht, kann man auch noch mal gleich gucken, aber ich glaube, das ist einfach nur eine flache Baufläche dann. So, was haben wir denn? Also man kann, man kann ja auch noch ganz viele verschiedene Dinge craften, stimmt ja. Ich nehme mal kurz ein bisschen was und baue das mal hier runter. Stand da gerade SMS? Bei diesem Kreisding? Ach, es gibt Laternen? Jetzt habe ich eine Laterne aus Blatt gebaut, ich bin so ein Held. Warte mal ganz kurz. Ich nehme mal Stein. Oh. Aua. Guck mal. Du kannst sogar durchgehen? Alter Schwede. Ich wollte aber eine Laterne mal bauen. Oh. Vielleicht. Guck mal. Was bist du? Wow. Geil. What? Das sieht ja geil aus, das Ding, was du da gerade gebaut hast. Was bist du? Kann ich dich größer oder kleiner machen? Nee, kann ich nicht. Kreative Kunst. Ich nenne es den Irrgarten. Die unendliche Treppe. Ist ja echt geil, was du hier so bauen kannst. Das musst du dir wahrscheinlich irgendwie zusammencraften. Automated Wooden Door. Das geht wahrscheinlich, also ich würde jetzt einfach mal so sagen, bis jetzt nur in dem God Mode, dass man die Sachen hat. Und in den anderen Sachen kommt das vielleicht noch. Oh, guck mal, hier hab ich sogar Blumen. Hier habe ich die Blumen. Ach so. Und hier habe ich auch Energie. Hier kann ich Blumen pflanzen. Oh, Blumen. Oh mein Gott, nein! Das ist ja auch geil, Blumen aufs Wasser. Hey, was kannst du jetzt mit Energie machen? Was bringt dir das? Okay. Ach, da kannst du eine Energieleitung bauen, oder was? Müsste ich mal ausprobieren, warte. Guck mal, du hast ja auch noch... Hier... Ach, das hat man doch hier damals in der Schule hier, das auf der rechten Seite. Guck mal, hier habe ich einen Inverter noch. Ja, genau, guck mal, was da rechts daneben ist. Ja, guck mal, ist hier alter Schwede. Da kannst du ja mega viel machen. Jetzt habe ich aber irgendwie keine Dings mehr. Das scheint die Redstone-Schaltung in Bloxgame zu sein. Jetzt habe ich aber irgendwie... Ach, jetzt habe ich... Ah, guck mal. Jetzt gucken wir mal hier. Was haben wir denn noch? Snow, Light. Ach, Licht. Was ist Licht, hä?
Oh! Krass. Wie baut man das? What the fuck? Das ist ja mega heftig. Liked. Wie baut man... Ach, das kann man nicht bauen, okay. Mach mal rotes Licht. Rotes Licht musst du dann mit rotem Glas machen, das weiß ich noch. Nee, da stand gerade irgendwo Red Light. J liked. R liked. Moment. Ja. Und blaues Licht. Blaues Licht. Ach so, das ist so. Aber du kannst es auch ganz einfach, indem du mit mir, warte. I, das weiß ich nämlich noch. Wenn jetzt davor dir eine Wand baust. So. Das Glas sieht ja auch mal mega geil aus. Ja, das gibt es in ganz vielen verschiedenen Farben, das ist echt krass. Eine Blatt haben wir auch noch, dann machen wir auch nochmal Glas drauf. So, jetzt hast du. Also eigentlich solltest du rotes Licht jetzt haben. Sieht man im Dunkeln. Ja, hat man doch mehr oder weniger. Sieht man im Dunkeln. Ich komme nicht mehr raus, ich häng fest. Lass mich raus. Ist auf jeden Fall mega geil. Was haben wir hier noch so? Hier, guck an das Gebäude, da siehst du doch das rote. Achso, ja. Gold, Lava. Moment. Ja, klasse. Wow, Lava. Du kannst sogar Treppen aus Lava bauen. Hä? Ich bin der King. Juhu. Das soll jetzt irgendwie mit dem Update die neuen Dinger sein, die jetzt dazugekommen sind hier. Moment, haben wir einmal Holz. Oder ich nehme mal, warte, ich nehme mal ganz einfach einen Cube. Cube. Haben wir einmal Holz. Dann haben wir, Moment, Y. Irgendeine Steinart. Noch eine Steinart und noch eine Steinart. Pflasterstein sieht das so. Also ist auf jeden Fall mega krass, was es hier schon gibt eigentlich. Hm. Moment mal, will mal gucken, was das hier ist. Ja, also insgesamt bin ich auch sehr, sehr positiv angetan von dem Spiel. Aber so in dem jetzigen Stadium wäre es noch nichts für mich. Ja, Wolke will nur die perfekten Dinge haben. Nee, also jetzt wär's mir, wie du ja vorhin gesagt hast, dass es jetzt noch relativ langweilig sein könnte. Das ist jetzt bei mir einfach noch, wenn ich das so sehe, der Fall. Kann zwar viel machen, aber man hat halt eben noch nicht so unbedingt so den Antrieb, irgendwas zu machen. Ich baue gerade einen Knubbel. Ich sehe es, das... Das ist ein Knubbel. Ich nenne ihn Bobby. Das erinnert mich an eine Faust oder an was anderes. Sieht aus wie ein Atompilz. Sag mal, never guess, warum brauchst du hier einen Atompilz? Ja. Okay, gut. So sieht das aus, wenn ich rumspiele. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Doch, doch. Du spielst drum. Alles klar. Okay, bevor ich jetzt die ganze Welt hier zerschrotte. Das war the Blockscape hier. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Es wird bestimmt ab und zu mal wieder eine Aufnahme geben, entweder nur von mir allein oder vielleicht mit Wolke oder mit Vendetta oder mit irgendwelchen anderen Menschen, die ich auf der Straße finde und ihnen 5000 Euro bezahle, damit sie mit mir eine Minute aufnehmen. Dein Geld kriegst du nachher, Wolke, ne? Gut, schlecht. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben schon ein bisschen über eine Stunde gemacht, zwischen bei einer Stunde 10 müssten wir es ungefähr sein. Dann. Oh mein Gott, wir werden sterben. Nein, und ich hat dafür nicht bezahlt. Oh mein Gott, nein, warte mal, ich werde allgemein nicht bezahlen. Shit. So, ja. Okay. Na dann, bis zum nächsten Mal, meine Freunde, gell?
Tschüss. Bis dann. Ciao.